What is that giant shell? Surely it is not the work of man. What's that? It's the hole. On fire. So wie die Brücke. Wieder wie wieder ein bisschen auf Distanz gehen. Bist du dran? Siegt. Zwei haben wir noch. Hands of man cannot build fortresses in the air. What is the cult of the Watchers? Wieder Augen. Skint. Das hier. Sieht. Ja. Ne, okay, das bleibt doch nicht. Tausend Teile. Dein Ausbruch und Spaß die ganze Familie. Ach, schon wieder. Again, destruction rains down from the sky. The rites of the seal's end have begun. Gesicht. That shell, how high does it fly? Ah,
seal shall break. What can I do, ye gods? Prayers are left to us. Everybody, bow your heads and beg for the mercy of the gods. Hallo? We cannot go higher. Preise ein oder so. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Die Geschichtsauswahl um zu gucken, was so geht. Kapitel 6. Der schwarze Drache, Luftkampfereignis, perfekt. Kapitel 10. Kapitel 6 auf Kapitel 10. Okay. Why not? Ach, das war Kapitel. Ah, Kapitel 5. So kurz alles kommen. Machen wir jetzt Kapitel 6. Unerwiderte Liebe. Unterwanderte Liebe. Inuat verlangt es nach Macht. Um Eurydei Liebe zu gewinnen. Seine Verlange warnt, nachgekommen doch in seine roten Augen, spiegelt sich Eurydei nicht mehr wieder. Wie viele Kapitel es gibt. Es können 10 Kapitel nur gewesen sein. Das Sanktorium des Himmel, der Himmelfestung. Priestess, let me have Kayam. Release not the Watchers. I am strong. I feel love. Love for the Watchers. Love for you. But who are you? Inuat. Hör her, ihr werdet in der Himmelsfestung festgehalten. Gefangen gehalten. Die in so großer Höhe liegt, als dass Keime der Drache sie erreichen könnten. Aus ihrem Inneren kommt Inuat geschossen, dessen Augen mit einer so wahnsinnigen Inbrunst lodert, dass er selbst Hureais Gestalt nicht mehr klar wahrnehmen vermag. Ich habe echt gedacht, der Kampf gegen den Schwarzen Drache kommt später. Keim! Do you think I can be beaten by you anymore? That's why Furiai is with me! Furiai! 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 Das war's am Feiner. Also im Grunde hat er ja dieselben Moves probiert. Das hat man ja nicht vergessen.
mit den ganz großen Licht komisch gar nicht entspielen. Mit dem hier versammeln kann ich gar nichts anderes. Großartig. Komm, sammel. Sammel dein Finisher. Ja, los. Der Lulasch. Den Punkt gebe ich dir. Ich würde das eigentlich anders machen. Sollen. Sie müssen den Drachen auslösen sollen. Ah, ein Trottel. Direkt in das Ding reingeflogen.
Furiai! Furiai! Котле! Gehen und dann einfach irgendwo weiter unter den Schuss halten und gehen. Da hab ich schon wieder ein Visier gehabt. I truly love Furiai with my innermost soul. Ich werde niedern. Who did I? Keimer der Drache machen sich dieselbe Luftströmung zunutze wie der schwarze Drache und erreichen so die Nähe, also die Höhe der Himmelsfestung. Nun geht es, das Sanctorium im Herzen der Festung zu finden, den dort wird Hödei festgehalten. Hödei. Scheiß Drachen.
Machen wir schon nicht bereit für den Shit. The goddess is within this fortress. She is the last seal. Protect it. Amongst the clouds. Bis Drachen. So, weiter geht's. Hallo. Leute. Chillt mal hier, chillt mal bitte.
Digi. Bus? Fuck, ich bin frei. Flug an. Und oben abschießen. So war das nichts. Komm mal her, du Lulatsch. Ich muss halt mal gegen den schwarzen Rat dann nochmal kämpfen, auf jeden Fall. Ein kleiner. Leute, bitte mal. So. Okay, die Aufgefälle, das ist letzte Fliege wechselt jeden Augenblick. Eile zu ihr, bevor ihr das Ende der Welt wird. 20 Minuten Zeit, alles klar. Perfekt. Oh nö, oder? The goddess! Where is the goddess?
Verteidigung. Jetzt schon. Scheiße, okay. Die Frage ist, muss ich jeden von denen platt machen? Oder muss ich einfach nur durchlaufen? Schwester retten, was ist denn euer Problem? Ich würde es doch genauso machen. Das ist wahrscheinlich ein anderer Stockwerk, kann das sein? If the goddess is threatened, the last seal is lost. Time, save. Ich mal durch. The goddess, save our world. Wow. Oh. Holy shit, Leute! Shit, 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 shit. Ich war komplett verpissen. Ja, Mann! Oh, das ist. Auf jeden Fall. Leute, verpisst euch doch. Nein, jetzt muss ich kämpfen. Oh nein, die Assis. Die scheiß Zauber wegmachen. Und Bandbrecher? Ja. Watchers Goddess, Watchers Goddess, Watchers Goddess, Watchers Goddess. Platz? Muss einfach nur Träger zur Ecke rennen. Und immer weiter. Hi, Boys. Verdammt geschafft. Und weg. Ja, jetzt zurück und drüber.
Nee, der scheint irgendwo jetzt verabschiedet. Unless the barrier is broken, you cannot continue. Ja, chill mal. Ich bin doch gerade am Arbeiten. Echt nie. Und weiter geht's. Mit euch. Ihr Sträucher. Wahrscheinlich okay mit dem nächsten Raum. Hä? Hey, da ist doch jemand! Ich bin schon unterwegs, bitte. Berge. Ach, halt. Warte mal, so können sollen die Nummer mal mit, ne? Das zweite Langschwert, was wir kriegen. Keim nähert sich dem Sanktorium, wo er die Göttin Fyrei vermutet. Doch er kann die Präsenz seiner Schwester nirgends spüren. Vielmehr beschleicht ihn eine drückende Vorahnung, als er immer tiefer ins Innere der Festung vordringt. Im Sanktorium angekommen erwartet ihn dort die Priesterin des Todes der Wächter,
die hinter all dem Horror steckt. Speak not the watchers, draw not the watchers, write not the watchers, sculpt not the watchers, sing not the watchers, call not the watchers' name. Kaim, has the last seal been broken? Come out now, the seeds are sown. Kaim, be strong, the world itself is in mortal danger. Will you allow your sister's sacrifices to be in vain? Kaim! Kaim kommt zu spät, die Göttin der letzten verbleibenden Siegel und Kaims geliebte Schwester ist tot. Und die kindliche Priesterin Nana präsidiert triumphierend die heiligen Verse des Gottes der Wächter. Alle Siege sind zerstört und die Kokon der Reinkarnation drohen über die Menschheit zu kommen. Kaim unterdrückt seinen Zorn und lässt Nana zurück, um das Erwachen des Kokons zu verhindern. Ergebnis für sie. Gut, ich würde mal sagen. Machen wir da schnell Schluss. Ja. Ja, dann werde ich einfach. Ich muss einfach den Drache trainieren. Das hält mehr Schaden aus Zeit. Und ja. Und ich werde das Schwert trainieren. Auf jeden Fall. Wenn er hätte, beschwindest du ein jedes langes Schwert noch. Am Start. Jo, einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Darkling Guarded. Deine dreckigen Sträuche.